Herzlich willkommen zurück zu Kapdun, einer weiteren Folge. Stadteroberung. End! Mann, was willst du? Lass uns die Stadt auseinandernehmen. Es gab schon viele, die das mit mir wollten. Und? Du bist der Erste, dem ich das auch zutraue. Aber wir beide alleine, das wird trotzdem verdammt schwer. Überleg dir das gut. Der Untergrund wird uns unterstützen. Lass uns jetzt kämpfen. Worauf warten wir dann noch? Folge mir. Ich werde kämpfen bis in den Tod. Du wirst sterben. Alter, es ist halt tragisch. Ist der jetzt schon down? Nee, oder? Das kann nicht sein. Nice. Nächste Stadt. Die war jetzt einfach ein bisschen einfacher. Kapdun ist nun frei und du bist es auch. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätten sie mich sicher noch getötet. Ich werde hier weiter den Widerstand aufbauen. Jede zurückeroberte Stadt wird dem König den Rücken stärken. Und noch eins. Nice. Falls du mal nach Montera kommst, such dort nach einer Wolfshöhle südlich der Stadt. Dort wirst du ein Schwert finden. Es hat mich nie im Stich gelassen. Ich habe es dort versteckt, bevor Gamar mich gefangen hat. Wenn du es mir wiederbringst, wird es nicht dein Schaden sein. Nice. Ich habe dein Schwert. Echt? Lass sehen. Ich danke dir, Freund. Lass mich deinen Dienst belohnen. Nice. Hat der auch noch sein Schwert bekommen? Das habe ich, glaube ich, schon ziemlich lang sein Schwert. Und jetzt heißt es wieder mal looten, was das Zeug hält. Obwohl wir das Geld, das Gold eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ja, wir könnten uns noch so eine Feuermagierrobe kaufen. Und eine Wassermagierrobe. Einfach so, um ein bisschen damit in der Gegend rumzulaufen und gut auszusehen. Stimmt, das könnten wir machen. So, ich schaue nochmal ganz kurz hier rauf. Vielleicht ist hier noch irgendwas Tolles. Vielleicht, ne.
verdienen, die Mucke ist nice. Und den Fadi da drin haben wir noch. Heißt der doch, oder? Der hat nichts mit. Habe ich schon wahrscheinlich schon ausgeräumt, oder? Oder vielleicht ist er wirklich so arm. Aber ich vermute, dass der Fadi geheißen hat. Ich habe irgendwie sowas in Erinnerung. Na na, befreie Myrtana. Na 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 na. Cyrus, der, um den tut's mir ein bisschen leid. Der ist eigentlich ein netter gewesen, ein ganz ein netter. Sorry, Cyrus, dass du leider da das Opfer gewesen bist. Was habt ihr zu sagen? Das war ein voller Erfolg. Kabdun ist befreit. Danke, Fremder. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Nimm dies. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Danke. Danke, danke. Schwer. Kriegt man richtig Genickstarre, Leute. Voll unangenehm. Oh, ist das. Und da hätte ich mir doch das Leichtere kaufen sollen. Oh! Jetzt könnte der Ding was sagen, der Jarvis. In Redock. Der muss ja irgendwas sagen. Wir könnten Kabdun quasi befreien oder sowas. Ist eigentlich der Jäger jetzt auch böse da vorne? Wie heißt der, Jens, der Jäger? Oder ist der nach wie vor neutral? Ich glaube, der ist neutral. Kann mich aber auch irren. Steht da noch was Interessantes? Einer unter ihnen war Zul. Er kämpfte gut, denn er teilte den Glauben der Orks.
Und die Orks schenkten ihm die Freiheit. Und Zuben wanderte in den Süden. Oh, das habe ich noch gar nicht gelesen. Nice. Ja, weil da dieser Typ die ganze Zeit gestanden ist, oder? Ich glaube deswegen. Uninteressant. Wollte ich noch irgendwas beim Alchemietisch machen? Ich glaube nicht. Nee. Ich habe keine Zutaten mehr. Den habe ich gerade genommen. So. Da ist noch eine Truhe, dann müssen wir alles haben. Höchstens da irgendwo bei den Sklaven, aber ich glaube nicht. Nee. Hier ist nichts mehr und das ist sinnlos. Aber zum Jäger möchte ich noch schauen. Wir können später noch reden. Ich glaube, der ist nämlich Warum weckst du mich? Zeig mir deine Ware. Ja, jetzt gehen wir jedenfalls nach Redok. Wo bist denn du, Redok? Ich finde dich schon wieder nicht. Muss ich mir jetzt merken, wo dieses Zeug liegt. Im Inventar. Die müssten eben auf der gleichen Stelle sein, theoretisch. Hast du noch irgendwas zu sagen? Verkaufen will ich jetzt nichts, das kann ich später auch noch. Jetzt hüpfen wir beinahe darunter und sterben. Nö, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ja. Kapdun ist befreit. Das ist sehr gut, mein Freund. Dann gilt unsere Aufmerksamkeit ab sofort dem Wiederaufbau der Küstenregion. Das ist gut. Hier hast du deinen Anteil. Wir müssen weiterkämpfen. Für den König. Erfahrung 1000. Nice, danke. So, was machen wir als nächstes? Die Freimütter. Das können wir natürlich auch tun, das wird aber als Stadt Gut, was machen wir jetzt? Faring. Wir können jetzt Faring angreifen. Silden. Und Terra. Sollten wir Faring angreifen? Wir speichern erstmal. Und ich würde sagen, an dieser Stelle auch wieder ein Cut. Wenn wir jetzt noch drei Städte, dann ist Mütterhallen befreit und dann noch eines in der Wüste, dieses kleine Orklager beim Tempel. Na gut. Und dann wird's zum Finale kommen. Finalen Endscreen. Ich weiß gar nicht, wie der bei Ding ausschauen wird bei diesem Ende.
Den habe ich noch nie gesehen bei diesem Ende. Das wird spannend auch mal. Jo, dann würde ich sagen, wenn wir fertig gespeichert haben, tschüss mit dir und ciao mit au, das jetzt der Fall ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.